So, meine lieben Freunde, hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2, die Nacht des Raben. Part 22, Stream Let's Play Projekt. Ja, ich würde gerne hier heute ein bisschen weiterspielen, ein paar Parts wieder raushauen, weil ich einfach voll Bock auf dieses Spiel habe. Beim letzten Mal haben wir ja hier diesen Wald erkundet und da habe ich euch ja geraten, hier nicht weiterzumachen. Hier kann man Schalter betätigen, da auch und ja, das geht ja noch weiter, aber das wird dann brutal und besser nicht. Besser nicht, besser nicht. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ja, jetzt bleibe ich hier an der Kante hängen, das will ich eigentlich nicht. Schalter. Geht hier der Grabstein auf. Keine Ahnung warum, aber finde ich cool. Langsam runtergehen. Noch ist es okay. Noch können wir nichts falsch machen. Aber glaubt mir, das wird hier irgendwann brutal. Also hier liegen, hier ist eine Krypta. Eigentlich ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir persönlich sehr. Ja, auch im Real Life eigentlich sowas. Schon so ein bisschen hat's was. So, hier liegt eine Steintafel. Hier liegt ein Schwert, eine Fackel und ein alter Brief. So, diesen Brief würde ich gerne mal lesen. Nachricht. Haltet alle Männer auf, die aus den Bergen kommen. Falls jemand den Pass entlangkommt, ist es wahrscheinlich ein alter Mann. Lasst euch nicht von ihm täuschen. Er ist ein gefährlicher Hexer. Behaltet den Kerl im Auge. Kann gut sein, dass der Typ, den wir suchen, mit ihm Kontakt aufnimmt. Mit diesem Brief schicke ich euch 30 Goldstücke. Nochmal 30 bekommt derjenige, der den Mann tötet. Bringt mir seinen Kopf. Bringt seinen Kopf zur alten Mine beim Großbauern. D. Armbrustschützen. Konstantinus Kräuterliste. Alter Brief. Was haben wir hier? Stein der Magie. Können wir den schon... Ja, wir können den schon lesen. Super. Einhandkampf. Stärke. Armbrust. Kommt alles noch. Alter Brief. Ich habe versagt, meine Bemühungen, Inubis auf dem Pfad der Rechtschaffenen zurückzubringen, waren vergebens. Erst dachte ich, ich sei tot. Doch es steckt noch Kraft in den alten Knochen Ivans. Inubis ist wieder auferstanden von den Toten. Verbannt vom alten Orden der Paladine, sinnt er nur noch nach Rache für seinen Fluch. Viele seiner Anhänger sind ihm gefolgt. Ich weiß nicht, wie es passieren konnte, dass ein Feldherr wie Inubis so dem Bösen verfällt. In der Krypta habe ich sein Grab gefunden, doch ob ich jemals einen Menschen davon berichten kann, ist nicht gewiss. Darum schreibe ich diese Zeilen in der Hoffnung, dass sie gefunden werden. Seid gewarnt, ein mächtiger Feind streckt seine Klauen nach den Seelen der Rechtschaffenden. Inubis wird nicht der Letzte sein. Möge Innos eure Seelen beschützen. So. Das habe ich jetzt gelesen. Ich habe hier oben gespeichert und ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Habe ich hier irgendwas? Eisblock. So, hier sind Kryptawächter. Die sind soweit okay. Die machen gar nicht so viel. Doch wehe, wir gehen an einen von den Truhen. Ich probiere es mal. Das kannst du so vergessen, selbst wenn wir die besiegen, Leute, vergesst es. Vergesst es einfach. Glaubt mir, da kommen so viele Skelette. Ich weiß das, ich habe das schon mal probiert und ich war echt am Arsch. Lassen wir die Krypta erstmal aus, müssen sie uns aber auf die Liste schreiben, Leute. Ich muss da nochmal ein Büchlein holen, wo ich mir dann draufschreibe, dass wir die Krypta bei Onas Hof nicht vergessen. Wo habe ich denn mein kleines, schlaues Let's Play Büchlein? Game Odyssey, irgendwelche Sammeldinger für Kakrensia. Oh je, mini. Sekunde.
So, ich weiß schon, wie ich die Folge nenne. Muss ich hier reinschreiben? Gothic 2 To-Do-Liste. Krypta bei Onas Hof. Gut. Alles klar. So, jetzt möchte ich aber doch gerne, da wir jetzt eigentlich bei den letzten zwei Parts schon bei Onas Hof rumeiern wollten, was aber nicht so wirklich geklappt hat. Goblin-Skelett, ich möchte eigentlich ungern zu eins von diesen Goblin-Skeletten. Ah, der Sound backt ein bisschen, das ist aber gar nicht so schlimm. Ich glaube, in diesem Wald sollten wir noch nicht hin. Gut. Hier sind wir auch schon bei Onas Hof in der Nähe. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt ganz normal den normalen offiziellen Weg, anstatt dass wir uns jetzt hier irgendwie so an der Seite oder so reinschleichen, wie so ein kleiner Halunke. Das bedeutet, ich würde jetzt diese Felder zurückgehen, obwohl wir können auch hier lang gehen, ist egal. Wie viel Kohle haben wir denn? 888. Haben wir noch irgendwelche Beutel? Apfeltabak. Ein Lederbeutel mit 25 Münzen und 50 Münzen. Okay. Also ich habe früher immer gedacht, die müsste man an Händler verkaufen, um das Geld rauszubekommen. Aber die geben euch nur einen Fotz davon. Wir müssen diesen Beutel aufmachen und dann ist da das Gold drin. Was eigentlich total dämlich ist, dass die Händler die nur 8 oder 10 Gold dafür geben. Ja, so habe ich es halt damals verkackt. So, was haben wir hier? Ja, komm, das passt so. Das ist eigentlich auch ganz cool hier, diese... Hatte man, war früher auch eine Neuheit. Also das Spiel ist von 2000 oder 2002. Darf man nicht vergessen, ja. Guckst in die Sonne und so sieht es aus. Dann guckst du auf den Boden und es wird wieder alles klar. Hat der uns noch was zu sagen? Nee. Wo willst du hin? Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, du willst zum Hof. Wieso bist du sonst den ganzen Weg hierher gelatscht, ne? Also erzähl mir keinen Mist und lass dich kurz von mir durchsuchen, dann kannst du weiter. Wie du willst. Durchsuch mich ruhig. Na, dann wollen wir mal sehen, was wir da haben. Ah, Gold. Es kann ziemlich gefährlich sein, so viel Gold mit sich rumzutragen. Viele unter den Söldnern sind echte Halsabschneider. Keine ehrlichen Kerle, so wie ich. Ich will nur 50 Goldstücke von dir. Das ist der Wegzoll hier. Du brauchst doch nur einmal zu bezahlen. Ist doch fair, oder? Wir können uns natürlich mit dem anlegen und können sagen, gib uns unser Gold, aber der macht uns platt. Deswegen, wir können uns später mit dem prügeln, aber glaubt mir, später, wenn wir stärker sind. So, wir gehen jetzt erstmal zu den Söldnern. Was haben wir denn hier? Raul! Was willst du? Ich will mich auf dem Hof umsehen. Geh nicht in das linke Haus. Da drin sitzt Silvio. Er ist zurzeit nicht besonders gut gelaunt. Ja, wenn das er einen Schwächling sieht, der nicht zum Hof gehört, könnte er auf die Idee kommen, seine schlechte Laune an ihm auszulassen. Alles klar. Ich glaube, ich hau dir mal ein bisschen aufs Maul. Das müssen wir alles später machen, aber erst dann, wenn wir auch dementsprechend soweit sind. Alles klar? Was willst du, Wurst, denn von mir? Was willst du, Wurst, denn von mir? Das geht dich nichts an, Schwächling. Ja, da haben sie recht. Wir sind aktuell noch ein Schwächling. Alles klar? Hey, ich kenne dich. Aus der Kolonie. Wolf. Oh, geil.
Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für Lees gesamtes Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste. Ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Und? Schon eine neue Aufgabe gefunden? Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich hast. Das können wir auch später noch machen. Wir können ihm echt helfen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich auch ganz gut, ihm zu helfen. In der Stadt? Keine 1000 Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Ja, das stimmt. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen zeigen, wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Klingt cool, aber erstmal noch nicht. Ihr könnt natürlich abstimmen, wenn ihr wollt. Ich hoffe auch, dass in den Kommentaren irgendwann mal ein bisschen mehr los sein wird. Vor allem, da ich immer noch nicht wirklich weiß, was ich machen will. Hier Söldner sind natürlich ein ganz cooles, nettes Völkchen. Mit ein bisschen Stärke und ein bisschen aufs Maul. Hier vor allem da vorne für den Raul, aufs Maul für Raul. Kann man sich natürlich das ein oder andere, den ein oder anderen Respekt erweisen. Das ist schon mal ganz gut. Bei der Stadt dieser Gehorsamswahn ist zwar schon auch ganz okay, aber naja, ist auch in Ordnung. Später dann als Feuermagier ist natürlich sau schwierig, als Feuermagier das zu bestehen, aber naja. Hodges. Hallo, ich bin neu hier. Nimm's mir nicht übel, aber ich habe nicht viel Lust, mich zu unterhalten. Bin ziemlich im Arsch. Schwer beschäftigt, was? Kann man wohl sagen. Bennett macht so viele Waffen, dass ich mit dem Schleifen kaum nachkomme. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwerter und Äxte bringen wir fast alle in Onas Haus. Hast nicht viel, aber etwas. Fleisch, Brot und Waldbeeren. Nee, behalt du das mal. Du bist so am Arsch, mein Freund. Elena! Hallo, schönes Kind. Na, wo haben sie dich denn laufen lassen? Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ja, das ist die Tochter vom Ona. Ich glaube, bei der sollten wir es nicht verscheißen. Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du hier alle gegen dich. Okay. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Alles klar. Das ist aber eine ganz liebe Dame. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt dein Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Jo. Was hast du denn zu verkaufen, Elena? Was kann ich dir anbieten? Äpfel. Äpfel sind ganz gut. Ich glaube, die nehme ich auch. Ich nehme 2 Äpfel. Und ein Wasser. Komm, Wasser brauchen wir auch. Dankeschön. So, wen haben wir denn hier noch? Seife. Wie sieht's aus? Hey, kenne ich dich nicht irgendwoher? Kann schon sein. Ich habe damals in der Kolonie mit Sumpfkraut gehandelt. Weißt du noch? Und womit handelst du jetzt? Ach, frag nicht.
Ich hatte ein ganzes Paket Sumpfkraut aus der Minenkolonie mitgebracht. Viele von den Söldnern rauchen gerne mal einen. Ich habe eine hübsche Stange Geld nebenbei verdient. Aber irgendein Mistkerl hat mir das ganze Kraut aus meiner Truhe gestohlen. Bin mir ziemlich sicher, dass es dieser Bodo war. Er hat sein Bett im selben Raum wie ich und er grinst mich immer so dämlich an. Was willst du jetzt mit dem Dieb machen? Irgendwann werde ich ihn dabei erwischen, wie er mein Kraut wegraucht. Und dann werde ich mir ein ruhiges Örtchen suchen und ihn mir mal zur Brust nehmen. Wenn ich ihn hier mitten auf dem Platz umhaue, kriegen es die anderen Bauern mit. Und ich kann mich dumm und dämlich bezahlen. Warum das? Ganz einfach, wir dürfen uns nicht an den Bauern vergreifen, sonst knöpft uns Lee ein fettes Strafgeld ab. Ona will das so. Und je mehr Zeugen es gibt, desto mehr Wind wird gemacht. Das macht die Sache teurer. Also werde ich die Sache schön unauffällig abziehen. Alles klar. Was hast du denn zu verkaufen? Ich habe zurzeit kein Sumpfkraut. Willst du was anderes? Hau mal raus. Ja, so einen Dunkelpilz nehme ich ganz gerne. Aber ansonsten passt dann schon. Söldner, okay. Torloff. Was willst du von mir? Kannst du mir helfen, meine Fähigkeiten zu verbessern? Ich könnte dir zeigen, wie du deine Stärke besser im Nahkampf einsetzen kannst. Viele Kämpfer sind sehr schwach, weil sie die Technik nicht beherrschen, ihre Stärke richtig einzusetzen. Dasselbe gilt für Geschicklichkeit und Fernwaffen. Ich will meine Fähigkeiten verbessern. Jo, was haben wir denn sonst noch? Null Lernpunkt. Ja, 5 Stärke ist cool. Jetzt kannst du deine Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ja, cool. Danke, Torloff. Super. Freut mich. Wo willst du denn hin? Na, ins Haus. Ona bezahlt uns, damit wir Typen wie dich hier nicht reinlassen. Ich will mit Lee reden. Was willst du von ihm? Ich kenne ihn von früher. Du bist ein Kumpel von Lee? Ich glaub dir kein Wort. Aber geh ruhig. Wenn er sich nicht an dich erinnern kann, wirst du schon merken. Lee ist im rechten Flügel. Lass dir ja nicht einfallen, dich woanders rumzutreiben. Da hat er auch recht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, zu den Söldnern hier, warum die uns alle so ein bisschen kennen, ist, im Teil 1 waren wir ja Sträflinge in der Minenkolonie und haben für alle Lager so ein bisschen gearbeitet. Ja? Die Sektenspinner sozusagen, die aus dem Sumpflager, da ist ja noch der, wie heißt der? Lester, glaube ich. Müsste das sein. Der Lester übrig geblieben, aus dem neuen Lager, aus dem alten Lager sozusagen, die wir dem König gehandelt haben, sind auch noch ein paar übrig geblieben. Die wollten uns ja dann später im Gothic 1 sozusagen, für die Leute, die es nicht können, Achtung, Spoiler-Alarm, die wollten uns ja später dann im dritten Kapitel aufs Maul hauen. Und die im neuen Lager waren relativ entspannt, ein bisschen dieberig, aber haben mit den Wassermagiern zusammengearbeitet. Und ich will, war halt Lee sozusagen der Chef von denen nach den Wassermagiern und das sind halt alles Leute von ihm, so mehr oder weniger. Also befinden wir uns schon so ein bisschen auf befreundetem Territorium. Manche sind neu dazugekommen, kennen uns noch nicht. Und hier ist es so ein bisschen heimisch, auch wenn es ein bisschen rau ist. Und deswegen werdet ihr oft kennen, oh, du schon wieder, wie geht's dir, Pipapo und allem drum und dran. Und ja, deswegen wollen wir mal gucken. Alles klar bei dir? Wenn es was Wichtiges ist, rede mit Lee. Ansonsten lass mich in Ruhe. Okay. Das sind nur 2 Söldner, die haben nichts zu sagen. Gut, schade. Lee ist wahrscheinlich gerade pennen gegangen oder so. Ist jetzt die Frage, ob ich mich hier irgendwo hinlegen kann. Ich glaube, hier im Schlafhaus sollte das kein Problem sein. Hodges, ein normaler Bauer. Was ist los? Ja, sorry, ich will nur bis am nächsten Morgen schlafen. Da hat jemand ein Schwert gezückt. Nicht ganz so geil, aber das ist nicht uns gewidmet. Hier hinten trainiert nämlich der Kord. Glaube ich heißt der. Relativ neu. Aber mit dem sind wir auch dicker. Wenn du ein Problem mit den Wölfen oder Feldräubern hast, dann frag einen der jüngeren Söldner. Zu mir kannst du kommen, wenn hier die Paladine anrücken. Was?
Jedes Mal, wenn einer von euch Bauern zu mir kommt, geht es darum, harmlose Tiere abzumetzeln. Ich bin keiner der Bauern. Ach, was willst du dann? Bring mir bei, wie man kämpft. Ich trainiere nur Söldner oder würdige Anwärter. Warte mal. War der nicht irgendwie mit im Zirkel drin? Hier im Kreis des Wassers? Im Dingsbums, im Wassermagierkreis oder warte mal, wie heißt der? Khaled? Okay. Wer zum Teufel hat dich denn hier rein? Was machst du denn hier? Ich dachte, du wärst tot. Wie kommst du denn darauf? Gorn hat mir erzählt, dass du es warst, der die Barriere... Ah, Gorn ist cool. Ich mag Gorn. Das war ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Mann so etwas überleben kann. Was treibt dich her? Du bist doch nicht ohne Grund hier. Gorn hat von mir erzählt? Was ist mit ihm? Du kennst ihn doch noch, oder? Klar. Er hat sich von den Paladinen schnappen lassen und ist mit einem Strafkonvoi zurück ins Minental geschickt worden. Wenn der Weg zum Minental nicht mit Paladinen und Orks gepflastert wäre, wäre ich schon mit ein paar Jungs losgezogen, um ihn zu befreien. Aber so hat es keinen Sinn. Armer Teufel. Ich glaube, um alles mitzunehmen, versuche ich überall. Ich will mich euch anschließen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann also ich sag jetzt zu jedem, ich versuche jetzt zu jedem hinzugehen und zu versuchen, mich von ihm anschließen zu lassen. Du kannst im Grunde direkt anfangen. Naja, vorher müssen noch ein, zwei Dinge geklärt werden, aber das ist halb so wild. Wie kann ich die Söldner von mir überzeugen? Am besten, indem du das machst, was von dir als Söldner erwartet wird. Rede mit Torloff. Er ist meistens draußen vom Haus. Er wird dich auf die Probe stellen. Wenn du dabei nicht versagst, hast du dir schon einen großen Teil des nötigen Respekts verdient. Er wird dir auch alles andere erzählen, was du wissen musst. Was weißt du über den Ring des Wassers? Stimmt, Ring des Wassers. Das hätte ich mir ja denken können. Du musst dich natürlich wieder überall einmischen. Klar. Und spuck's aus. Ich habe nur am Rande damit zu tun. Ich weiß, dass es hier diese Untergrundgilde gibt und dass die Wassermagier dahinter stecken. Seit dem Fall der Barriere bin ich nicht mehr an das Abkommen gebunden, das ich damals mit den Wassermagiern eingegangen bin. Wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich auch heute noch. Aber meistens habe ich meine eigenen Probleme und kaum noch Zeit für andere Dinge. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dann solltest du vielleicht besser mal mit Kort sprechen. Er ist einer von ihnen, so viel ich weiß. Alles klar. Was muss ich klären, bevor ich bei euch mitmachen kann? Ona, der Grundbesitzer, ist derjenige, der uns hier beschäftigt. Nur mit seinem Einverständnis kannst du auf dem Hof bleiben. Und dann sind da noch die Jungs. Erst wenn die Mehrheit der Söldner dafür ist, dass du mitmachst, kann ich dich aufnehmen. Aber geh nicht zu Ona, bevor nicht alles klar ist. Er ist ein sehr ungeduldiger Zeitgenosse. Alles klar. Was genau tust du hier? Ganz einfach. Ich werde dafür sorgen, dass wir alle von dieser Insel wegkommen. Ona hat uns angeheuert, damit wir seinen Hof verteidigen. Und genau das tun wir auch. Aber unser Lohn ist mehr als nur unser Sold. Indem wir den Bauern helfen, schneiden wir die Stadt von ihrer Versorgung ab. Und je weniger die Paladine zu essen haben, umso eher werden sie zuhören, wenn ich ihnen schließlich ein Friedensangebot mache. Wie soll dein Angebot aussehen? Im Wesentlichen geht es um unsere Begnadigung und um freie Überfahrt zum Festland. Du wirst mehr erfahren, wenn es soweit ist. Alles klar. Gut, ich würde mit Torloff reden, die eine oder andere Aufgabe und XP mitnehmen. Aber ich will mich noch nicht festlegen. Da werde ich vielleicht heute im Discord mal eine Umfrage machen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich speichere hier nochmal ab, bevor irgendwas passiert, was ich nicht machen will.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.